Moin, Nico hier von der Firma Managing. Stehen jetzt auf dem Stück, wo wir auch mit der Pferderstadt den Raps gegrillt haben dieses Jahr. Erste Mal in Reihen 45 cm. Feldaufgang ist ganz gut soweit. Destotrotz haben wir auch schon einmal Herbizid gefahren, sprich einmal gegen Unkräuter und Ungräuser, direkt im Keimblattstadium. Und jetzt müssen wir halt schauen, gibt es denn noch die natürlichen Feinde vom Raps hier im Bestand? Und zwar haben wir zum einen gerade am Anfang diesen Raps-Erdfloh. Früher gab es eine Beize, aber aufgrund unserer tollen Politik ist es mal wieder so, dass wir halt wieder unseren Raps nicht mehr in Deutschland beizen dürfen. Heißt, wir dürfen wieder Spritze losfahren. Den Sinn dahinter versteht kein Mensch, aber ist halt so. Muss man auch mal ganz klar sagen, dass es oft politische Entscheidungen getroffen werden, die überhaupt nicht durchdacht sind. Gut, lassen wir es mal weg, anderes Thema. Wie prüfen wir, ob der Schädling viel im Stand ist oder nicht? Dazu haben wir unsere Gelbschalen. Das ist eigentlich ein ganz simples Ding. Das ist eine Schale. Eine runde, eckige, gibt es verschiedene. Und hier füllen wir jetzt ein bisschen Wasser rein und einen Schuss Spülmittel, um die Oberflächenspannung vom Wasser zu entbinden. So, diese Schale wird dann alle paar Wochen kontrolliert. Und wenn wir jetzt innerhalb von 3 Wochen so und so viele Käfer feststellen, in dieser Schale müssen wir auf jeden Fall Insektizid fahren. In anderen Rapsbeständen, wo der Raps schon ein bisschen weiter ist, haben wir schon Lochfraß festgestellt. Wenn ich jetzt hier so gucke, ist hier aber auch schon so ein bisschen was angefressen. Das ist ein Zeichen dafür, dass hier auf jeden Fall ein Floh schon mal unterwegs ist. Wenn die Blätter über 10% sind, ist die Schadschwelle erreicht, muss gefahren werden, muss Insektizid gespritzt werden. Ansonsten kann es bis dahin gehen, dass der Erdfloh uns den ganzen Bestand kaputt macht. Zumal er sich ja erst satt frisst und dann anfängt auch noch Eier zu legen. Und wenn er diese Eier legt und die Larven kommen raus, fressen sie auch noch und dann muss man wirklich über Umbruch nachdenken, weil sich das Ganze nicht mehr rechnet. Ja, um dem Ganzen entgegenzuwirken, möchte ich jetzt auf 3-4 Stücken eine Schale aufstellen und dann halt in regelmäßigen Abständen kontrollieren und halt genau auch den Zeitpunkt vom Spritzen genau zu erfassen, dass wir halt die Schwelle unten halten. Dazu nehmen wir einmal die Schale, die wird immer auf Höhe des Rapses aufgestellt. Kann man sagen, wie hoch der gewachsen ist. In diesem Fall ist er halt noch im Keimblattstadium oder maximal 3-Blattstadium. Und das heißt, einfach bodennah hinstellen, festmachen mittels dem Stab hier und dann abwarten und beobachten. Später im Frühjahr ist es dann so, dass wir dann andere Schädlinge haben. Da würde ich dann auch nochmal euch was zu erzählen. Und dann wird die Schale halt immer auf Höhe des Rapses angestellt. Und dann ist es genauso, dass du innerhalb von 3 Tagen so und so viele Tiere in diesem Behälter feststellen, muss auch wieder gefahren werden, Insektizid. Ansonsten haben wir mit derben Ernteverlusten oder gar Komplettausfall der Ernte zu rechnen. Ja, also das ist jetzt hier ein Benzinkanister, aber der ist neu, da ist kein Benzin drin, da ist Wasser drin. Also nicht irritieren lassen, dass ich jetzt hier mit Benzin auf dem Feld einfülle hier. Ja, weiß auch nicht, Gelbschalen ziehen die Tiere magisch an. Deswegen habt ihr euch auch mal gewundert, warum diese Dinge auf dem Feld stehen. So, wir könnten sie jetzt rein theoretisch ja auch so stehen lassen. Aber hier kommt noch ein Gitter drauf. Wir wollen ja unsere Nützlinge, Bienen und alles, was mögliche, was gibt, was uns Landwirten natürlich auch, also Nützlinge, auch Schädlinge fressen, die wollen wir schützen. Und damit diese nicht in dem Wasser hängen bleiben, kommt ein Gitter drauf zum Schutz von den Tieren. Zumal wir sowieso jetzt auch eigentlich übergänglich nur B4-Mittel benutzen. B4-Mittel heißt bienenungefährliche Mittel, die unsere Nützlinge oder so die Bienen nicht kaputt machen. Also wirklich nur, also wir selber fahren B4-Mittel oder ich fahre B4-Mittel, weil ich halt nicht alles ausradieren möchte, muss man sozusagen. So. Schuss drauf. So, damit auch nicht jemand drüber fährt beim Spritzen, obwohl, wenn man es, man legt es ja auch nicht in der Fahrgasse an. Einmal die Geldschale noch fixieren.
Und dann hat sich das Ganze auch schon erledigt. Wie sowas aussieht, wenn da jetzt Tiere drin sind und so, würden wir euch dann mal weiter mit informieren. Ich fahre jetzt noch zu anderen zwei, drei Stücken, stelle da auch noch eine auf, um zu schauen. Und genau, für alles Weitere halten wir euch auf dem Laufenden. Bis dahin, euer Nico.